Hallo, wir sind Michaela und Thomas und wir wollen euch mitnehmen ins Leben unseres Bobtail-Welpens Bobby. Wir holen den jetzt so in circa einer Woche ab und er ist dann 8 Wochen alt. Gut, wir haben nicht nur den kleinen Bobby, sondern wir haben auch einen großen Bobtail, den 5-jährigen Max, und wir freuen uns schon drauf und sind gespannt, was wir alles an Abenteuern erleben. Einmal in der Woche kriegt ihr ein Video von uns. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein und liked das gerne. Tschüss. Tschüss. Wie wir schon erzählt haben, bekommen wir heute Nachwuchs. Ja, wir haben schon einen Bobtail, der ist 5 Jahre alt, mit dem Namen Max. Und wir dachten uns, naja, Max muss nicht alleine bleiben. Und wir haben uns dazu entschieden, einen weiteren Bobtail mit in die Familie zu holen. Ja, wir sind schon ganz schwer in Vorbereitungen. Hier sind zwar viele Leinen von Max, aber eben auch schon ein bisschen was für den Welpen. Und ich gehe jetzt einfach mal mit euch hier durchs Haus. Hier ist zum Beispiel die Fressstation. Ja, ich gebe zu, für Welpen sind natürlich diese Näpfe momentan etwas groß. Aber ich finde sie halt so unglaublich schön. Ja, hier haben wir schon einiges an Spieltieren. Die ziehen dann nachher nach hinten um, sobald dann Bobby, unser neues Familienmitglied, eingezogen ist. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, wird sicherlich Max einen unheimlichen Spaß an diesen Tierchen haben. Ja, ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen unser kleines Knusperhäuschen. Wir wohnen ja in einem Haus von 1735, zumindest circa. Hier haben wir schon mal ein bisschen groß eingekauft. Ja, jede Menge Bestechungsmaterial, weil zu uns hat ja der Kleine noch gar keinen Bezug. So, hier gehen wir mal nach hinten. Ist hier ein ganz hübscher Blick letzten Endes, weil wir haben hier wieder den Blick zum Flur. Und so eine Box hier, um das Futter unterzukriegen, kann ich eigentlich auch noch gut empfehlen, weil es bleibt immer frisch. Das ist super. So, dann, ja, die große Herausforderung ist natürlich bei uns solche Treppen. Das ist nur eine harmlose Treppe, aber man muss sagen, der Max hat damals als Welpe es nach 2-3 Wochen auf sich genommen und mutig das Ding erklommen. Mal schauen, wann der Bobby soweit ist. Aber natürlich wird er erstmal getragen. So, hier geht es jetzt weiter. Jetzt seht ihr wieder hier den Blick in die Küche. Ja, also Quadratmeter von Länge kann er gut durchjoggen, sagen wir es mal so. Das ist hier so ein Hauswirtschaftsraum. Und naja, hier hinten habe ich es mal verkniffen, sauber zu machen auf dem Boden. Denn hier geht es dann in den Garten raus. Und so ein Bobtail-Fell birgt jede Menge Stöckchen und irgendwelche Blätter. Aber wie ihr seht, haben wir es hier schon ein bisschen vorbereitet und eingerichtet. Was hier noch an der Seite verpackt ist vorm Sofa, das ist eine Box, wo wir ihn sowohl in einem Auto transportieren können, als auch die erste Zeit hier unten wird er dann drin schlafen. Nein, er muss nicht allein bleiben, denn dieses Sofa dahinter, das haben wir uns extra gekauft, das ist mit Bettfunktion, sodass wir also nicht von oben runtersprinten müssen und vor allem, dass der Hund auf gar keinen Fall alleine ist. Denn das geht in der ersten Zeit natürlich auf gar keinen Fall. Ja, wie gesagt, hier ziehen dann noch die Spieltiere mit ein. Aber es sind natürlich auch lauter Tücken. Hier allein dieser Vorhang, der hier bammelt. Ja, oder dann von der Decke die Bömmelchen. Schuhe, die hier rumstehen. Also je mehr ich jetzt hier überlege und mit euch den ganzen Krams hier mal durchgehe,
wird mir speiübel. Worauf man natürlich so im ganz normalen Alltag gar nicht achtet. Ja, hier geht es dann in unseren Garten raus. Klar, der ist klein, aber das Gute ist, die kleine Maus kann ich ausbüchsen. Und hier kann er trotzdem genügend erstmal forschen. Ich denke, das ist erstmal prima. So, hallo, hier sind wir in unseren Büroräumlichkeiten. Ja, ich zeige euch die noch genau nachher. Wir wollen jetzt mal das erste Bettchen aufstellen, wo wir dann es schaffen können, dass eben der Bobby sicher zwischendrin mal abgelegt werden kann, beziehungsweise wo er sein Schläfchen machen kann. Wie ihr seht, haben wir hier, wartet, ich mal, einen sehr, sehr langen Flur. Das heißt, von dem Flur gehen immer wieder Räume ab. Wie jetzt zum Beispiel hier, hier geht es in mein Büro. Hier hinten geht es im Thomas sein Büro. Ja, und es wäre jetzt natürlich blöd, wenn wir den irgendwie einfach nur in ein Büro packen würden, weil dann würde er letzten Endes das Geschehen gar nicht mitgekriegen. Drum haben wir uns entschieden, dass wir hier bei unserer Assistentin, die hier sitzt, die sich auch bereit erklärt hat, die selber sowieso auch immer einen Hund meistens dabei hat, dass wir das Babybett hier aufstellen können. Und ja, wir räumen jetzt dann gleich mal die Tische hier weg. Wie ihr seht, Max steht auch schon da und werden dann da ein bisschen Platz schaffen. So, hier haben wir das Corpus Delicti. Das gilt es jetzt aufzubauen. Wir machen das jetzt mal, ich denke, zu zweit. Wir zeigen euch gleich das Ergebnis. So, wir haben es geschafft. War ein bisschen tricky. Weil wenn man keine Kinder hat, dann hat man sowas noch nie aufgebaut. Aber wir finden, es sieht ja schon mal ganz schnucklig aus. Jetzt haben wir natürlich auch noch ein paar Spieltiere und so weiter und eine Decke. Und die holen wir jetzt dann mal gleich. Jessie müsste einmal in die Kamera diesen Sack mal werfen. Da kann man nämlich unheimlich gut verpacken, wenn man das Ganze wieder zusammenklappt. Und ja, also jetzt sind wir ganz guter Dinge. Es wird laufen. Max hat davor schon mal wieder Platz genommen. Wunderbar. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es mit dem kleinen Ställchen hier weitergeht. So, hier haben wir was weiteres, was an sich das Leben mit einem Welpen definitiv erleichtert. Wir wollen ja nicht, dass er direkt in den Kundenbereich kommt, denn nicht jeder Mensch mag Hunde und vor allem manch einer hat auch Angst. Sie mögen noch so niedlich und so klein sein, wie wir das so sehen. Aber es gibt da halt verschiedene Menschen und denen sollen wir auch gerecht werden. Und wir haben hier so ein ja, Sicherheitsgitter, das gibt es sowohl für Kleinkinder eben als auch für den Hundebedarf oder für den Tierbedarf. Und das wollen wir jetzt dann mal hier anbringen. Das soll hier quasi vor die Tür bzw. vor den Durchgang eine Barriere werden, dass eben der Zwerg nicht gleich in den Kunden empfangen kann. So, wie ihr seht, bin ich leicht schon derangiert. Ja, ich habe jetzt das zweite Projekt in Angriff genommen und habe mal dieses Gitter aufgebaut. Ich nehme euch jetzt mal mit. So. Hier seht ihr, man hat hier auf der Seite eigentlich nur zwei Bereiche, die man anbringt, um es einzuhaken. Und es ist hier auf der Seite einfach nur gesteckt. Dann hebt man das leicht an. Na, der Vorführeffekt und lässt es einrasten. So. Und somit ist es dann eigentlich schon fertig. Also auf jeder Seite vier Löcher und ja, war jetzt eigentlich nicht so schwer, es anzubringen. Das Ganze hat für mich jetzt 20 Minuten ungefähr gedauert. Ja, bisschen bohren, bisschen schrauben und fertig ist es. Und jetzt werde ich mal hier die Kollegen alle einweisen. Hallo, wir sind jetzt in den letzten Zügen und ich habe hier schon mal ein paar Sachen vorbereitet.
Wir haben ja hier ein paar Hundeleinen schon besorgt. Jetzt wissen wir natürlich überhaupt nicht, was die richtige Größe so wirklich ist, weil wir haben ihn jetzt eine Woche schon nicht gesehen. Hier haben wir ein hübsches Halsband, was schön funkelt, was man noch sehen würde. Und man kann es, glaube ich, ganz gut kleiner stellen. Ich denke, wir werden uns wahrscheinlich für diese Variante entscheiden. Obwohl natürlich so Zughalsbänder gerade bei Bobtails deutlich besser sind. Aber das zumindest jetzt zum Abholen wird das funktionieren. Dazu gibt es auch so eine tolle Leine. Ich hole die mal auf. Die ist schön lang. Man kann die hier auch noch mal einhaken. Ach, hier ist alles doppelt und dreifach verpackt. Naja, damit auch nicht gleich ein Kratzer dran kommt. So. Und somit kann man die dann entsprechend auch sich kürzen. Ja, oder dann haben wir auch noch das System Zughalsband. Na, will es wohl. Das sieht dann so aus. Auch das kann man hier mit Knotensystem noch verkleinern. Hat auch eine hübsche Farbe und selbstverständlich dazu auch eine Leine. Und dann haben wir noch eine Variante, wo quasi Leine mit Halsband verbunden ist, wo man das anhand der Knöpfe hier kleiner stellen kann. Ich weiß nicht, das würde ich jetzt wahrscheinlich zum Abholen gerade nicht machen, weil der Nachteil ist, man hat halt Leine immer mit Halsband. Tja, also damit hat er dann kein Halsband mehr an, wenn man die Leine abnimmt. Nun ja, vor der Wahl stehen wir jetzt, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, eine halbe Stunde und dann geht es los. Dann müssen wir gefunden haben oder uns entschieden haben, was wir machen wollen. Ich bin schon ganz gespannt und ich freue mich. Und der Max, der liegt hier auch schon rum und ich denke, der weiß von seinem Glück noch nichts. Naja, warten wir mal ab. Naja, bis dann, tschüss.